Ja, hallo. Ja, hallo. Hier ist Frau Wieger. Hätten Sie gerne einen Termin? Nein, nein. Ich rufe Sie an wegen meinem Sohn, Kevin. Wo ist das Problem? Ich mache mir total Sorgen um Kevin. Der ist wie ausgetauscht in den letzten Wochen. Eigentlich, wir haben ein sehr enges, tolles Verhältnis und wir können über alles sprechen. Kevin ist ein herzliches, sympathisches Kind. Und ich weiß nicht, seit Wochen ist er wie ausgetauscht. Das hört sich sehr nach pubertären Problemen an, muss ich sagen. Kevin ist 15 und ich bin alleinerziehend. Ja, bleiben Sie mal ruhig, ja? Wissen Sie, er hat neulich mich gefragt, ob Menschen zweimal im Leben sterben können und ob das wirklich böse ist, wenn er jemanden umbringt. Verstehen Sie? Sie wissen, in der Hochpubertät setzt man sich gerne mit dem Tod auseinander. Das ist ganz normal in dem Alter. Ja, aber nicht doch Kevin. Ich habe meinen Sohn immer von der Welt geschützt und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich die Welt von Kevin schützen muss. Das. Na, kommen Sie vorbei. Ich gebe Ihnen einen Termin gleich am Montag um 16 Uhr, wenn Sie da Zeit hätten. Ja, das passt. Ja. Also Montag, 16 Uhr. Ist gut, bis dann, bis Montag. Und ruhig bleiben, ja? Ja. Okay. Dankeschön. Vielen Dank, danke. Tschüss. Gestern habe ich davon geträumt, wie eine Frau im Garten ist und ich komme zu ihr hin und ich habe ein Messer in der Hand und die Frau zittert. Sie hat ein weißes Gesicht und langsam nähe ich mich ihr und ich habe dann dieses, ich weiß es nicht, dieses Gefühl von Macht, von Bestätigung, die ich so nie erfahren habe. Noch nie in meinem ganzen Leben. Was ist das für ein Messer? Es ist mein Lieblingsmesser. Ich habe es immer bei mir. Es ist der einzige, mit dem ich mich quasi befassen möchte, weil er mich auf eine Art versteht, auf die ich mich selber nie begreifen würde. Verstehen Sie? Du bist sehr selbstreflexiv. Das habe ich von meinem Vater. Er hat das immer zu mir gesagt. Ich sei selbstreflexiv, aber die anderen Leute sehen das nicht und ich habe den Eindruck, sie verstehen mich einfach nicht. Ich fühle mich einfach nicht richtig verstanden von den Leuten. Ich gehe immer dahin zu denen und sie sehen mich immer so komisch an und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und das Messer ist der einzige Freund, der mir bleibt und der auch immer wieder zurückkommt. Was machst du mit der Frau? Erst nähe ich mich ihr an. Ich sehe ihr in die Augen und sie erstarrt. Und ich grinse sie an und sie weiß, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und sie weiß, sie hat auch keine Kontrolle über mich. Und ich genieße es auch. Und zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich eine Art von Bestätigung. Eine Art von Wärme, die mir entgegenkommt, die ich greifen kann. Und ich will es lange auskosten. Und ich berühre sie mit dem Messer langsam. Und sie weiß, jetzt ist ihr letztes Stündchen geschlagen. Und ich werde sie nehmen.
Und ich reiße die Kleider auf und ich nehme ein Messer in der Hand. Und ich zerstücke sie. Erst langsam, dann immer schneller. Und dann weiß sie irgendwann nicht mehr, was auf sie zukommt, bis nur noch ein Haufen Matsch übrig bleibt. Und was fühlst du, während du das tust? Ich fühle mich, zum ersten Mal in meinem gesamten Leben fühle ich mich irgendwie bestätigt. Ich weiß, ich bin zu einem einzigen Zweck erschaffen. Ich wurde erschaffen, um diese Frau zu töten. Versuch mal, deine Gefühle von deinen rationalen Gedanken zu trennen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe das nie gemacht. Ich weiß nur, dass mir mein Vater fehlt. Und dass ich alles tun würde, um ihn zu bekommen. Hast du das Messer von deinem Vater? Ja. Ich habe es von meinem Vater gekriegt. Das war das letzte Geschenk, was ich von ihm bekommen habe. Bis er uns verlassen hat. Und du hast keinen Kontakt mehr zu deinem Vater? Meine Mutter verbietet es. Hat deine Mutter neue Männerbekanntschaften geschlossen? Ständig. Immer. Es geht mir schon so auf die Nerven. Jedes Mal, wenn einer vorbeikommt, fragt er mich, wo ist das Klo? Ich meine, entschuldige mal, wer bin ich denn? Bin ich da einfach hier in diesem Raum, um Auskünfte über irgendwelche beschissenen Räume zu geben? Meine Mutter hat die ganze Zeit irgendwelche Männer bei sich, die mir total fremd sind und die nichts mit meinem Vater zu tun haben. Und zu diesen Männern hast du keinerlei Bezug? Nein. Außer, dass sie meinem Vater total unähnlich sehen und dass meine Mutter besser daran wäre, in den Strich zu gehen, als diese Deppen zu holen. Aber zurück zu deinen Fantasien. Hm. Wie oft hast du die? Ich habe die 10-mal am Tag. Meine Mutter versucht mich ständig zu unterdrücken. Sie gibt mir Medikamente gegen diese Gedanken, die dann hochkommen. Und ich kann sie nicht kontrollieren, aber ich weiß, sie kann meinen Willen nicht ersticken. Sie hat es schon immer versucht. Sie will mich kontrollieren. Jeder will mich kontrollieren. Möchtest du, dass dein Vater bestraft wird? Ja. Aber ich möchte, dass er erkennt, was er getan hat. Würdest du gerne deine Mutter bestrafen? Kevin, ich würde noch gern mit deiner Mutter sprechen, ja? Mach's gut. Warte im Auto, ne? Kevin. Bis gleich. Wenn du grüne Karte hast, dann musst du die grüne Karte draufziehen. Und wenn du noch eine Karte hast und wenn du noch... Also, ich glaube, dass ich sie durchaus beruhigen kann. Da steht nicht viel dahinter. Sie kennen doch das Sprichwort von den bellenden Hunden, die nicht beißen. Das würde ich hier durchaus zur Anwendung bringen. Kevin macht gerade eine schwierige Phase durch. Die Pubertät, die Sache mit seinem Vater. Und ja, was sie machen können, ist ruhig bleiben. Ja, aber was ist mit ihm los? Es ist eine Suche nach Aufmerksamkeit in einer schwierigen Phase. Und machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß gar nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Wie soll ich mit ihm sprechen? Was soll ich tun? Verhalten Sie sich normal. Wir beobachten das jetzt.
Sie können, wenn Sie wollen und wenn Kevin will, können Sie wöchentlich herkommen. Wir beobachten das, wir finden eine Lösung. Ja? Okay. Wir haben viel Arbeit vor uns, das ist klar, aber bleiben Sie ruhig. Braucht er irgendwelche Medikamente? Das würde ich zu diesem Zeitpunkt nicht empfehlen. Okay. Ja? Gut, dann wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche, selbe Zeit? 16 Uhr, ja. Okay, gut. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Nachrichten. Kürzlich haben wir von der vermissten Annabelle H. berichtet. Nun gibt es die traurige Gewissheit, das junge Mädchen wurde tot aufgefunden. Mittels diesem Phantombild fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Mörder. Sollten Sie Hinweise zu dieser Person haben, bitte melden Sie sich umgehend bei der nächsten Dienststelle. Hallo? Ja, hallo, ich bin's. Bitte leg jetzt nicht auf. Ist das wirklich du? Ja, das bin wirklich ich. Was willst du? Ich möchte dir einiges erklären. Es ist jetzt schlecht am Telefon, aber ich... Also eigentlich möchte ich vieles wieder gut machen. Da gibt's überhaupt nichts wieder gut zu machen. Ja, ich weiß, das klingt absurd, aber ich möchte es zumindest versuchen, oder ich möchte zumindest versuchen, dir einige Sachen zu erzählen über mich und über dich. Und wieso jetzt? Ich habe immer an dich gedacht, aber in der letzten Zeit ist einiges passiert und ich habe immer öfter an dich gedacht. Und ich glaube, jetzt ist für mich zumindest der Zeitpunkt gekommen, dass ich bereit bin, dir einiges zu erklären. Und du glaubst, das bringt was? Ich weiß es nicht, aber ich muss es versuchen. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir erwartest. Erwarten kann ich mir gar nichts, aber ich möchte nur eine Chance haben, dass ich dir manches erklären kann. Nur ein Treffen. Ich weiß nicht. Okay, ein Treffen. Okay, wann hättest du Zeit für mich? Du könntest Freitagnachmittag vorbeikommen. Freitagnachmittag, okay. Dann würde ich so um 15 Uhr bei dir sein. Ja, das passt. Weißt du die Adresse noch? Wenn es noch dieselbe ist wie damals. Ja. Okay. Gut, dann danke ich dir und bis dann. Ciao. Ciao. Hallo? Ja, hallo, hier ist Frau Vega, die Mutter von Kevin.
Wir waren am Montag bei Ihnen. Was gibt's? Es ist was Schlimmes passiert. Was ist passiert? Als ich kurz bei Ihnen geblieben bin und Kevin im Auto saß, ich bin nach draußen gegangen und ich habe die Mutter mit dem Kind gesehen. Kleines Mädchen, genau. Und das Mädchen hat total geweint. Und die Mutter hat sie getröstet. Und jetzt habe ich diese Frau im Fernsehen gesehen. Also beziehungsweise die Leiche. Handelt sich hierbei vermutlich um einen Zufall. Ich kenne solche Fälle, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Es ist ein Zufall. Ja? Sie kommen am Montag vorbei, bis dahin unternehmen Sie bitte nichts. Ja? Ja. Okay, danke, ja. Okay. Bis Montag. Ja. Wiederhören. Mutter, wir müssen reden. Würdest du gerne deine Mutter bestrafen? Ja. Eigentlich schon. Für dich her. Du führst mich her. Ich will dich wiedersehen. Jetzt? Ja, jetzt. Ich habe in der letzten Zeit viel nachgedacht über uns, über was damals alles passiert ist, dass ich nie für dich da war. Das weißt du natürlich alles, aber du kennst die Gründe nicht. Was sind die Gründe? Es war damals eine schwierige Zeit und ich war nicht bereit für dich. Oho. Für mich war die Zeit schwierig. Ich habe keinen Vater gehabt. Mein erster Schultag, meine erste Beziehung, mein erster Liebeskummer, Matura. Es gibt keine Entschuldigung für das. Da warst du nicht da. Jetzt wirst du da sein? Jetzt bin ich da. Ach, ich würde dir gern so viel sagen. Ich bin jetzt schon groß.
Ja, das bist du. Glaubst du, können wir irgendeine Art von Beziehung haben? Das weiß ich nicht. Ich kann nicht mal glauben, dass du jetzt da bist und... Ich meine, ich kann nicht alles gut machen, was damals passiert ist. Das ist mir klar, das ist dir klar. Gut machen kannst du gar nichts. Aber wir können neu anfangen. Und bis du es dir wieder überlegst und weg bist. Ich bin jetzt da. Und ich bleib da. Wenn du magst. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es... Es würde Zeit brauchen. Das... Ich gebe dir alle Zeit, die du brauchst. Und wenn du mich loswerden willst, dann gehe ich. Aber ich würde gern bleiben. Ich denke... Es wird eine Zeit lang brauchen, bis ich... Vertrauen fassen kann, aber... Heute ist ein Anfang. Du hast mich eingelassen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich auch nicht. Und jetzt sind wir hier. Da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, ko na zemlji, tako i na nebu. Hleb nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no dovedi nas od zloga. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Oče, zagrešio sam. Ispriča mi svoje grehe. Loše stvari sam učinio. Loše stvari sam učinio.
Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare in perravi, ameno, timere, timere, mangirò, mangiremo, ameno. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Nachrichten. Die Anzahl der Frauenmorde steigt in Wien weiter an. Erst kürzlich wurde wieder eine Frauenleiche gefunden, die auf brutalste Art und Weise ermordet wurde. Die Polizei schließt einen Serienmörder nicht aus. Das Motiv könnte hier durchaus Frauenhass sein. Also, liebe Väter, sperrt eure Töchter ein, denn das ist bekanntlich die einzige Art, um sie zu schützen. Und nun weiter im Programm mit dem neuen Film von Marinella Kostic.